Und wir machen direkt weiter mit einer weiteren Folge. Was haben wir denn da noch so zu tun? Das leuchtende Meer. Ich glaube, das machen wir jetzt nicht direkt. Ihr habt ja, wie gesagt, den Kryolator haben wollen. Den haben wir geholt. Und jetzt wollt ihr in weitere Vaults. Jetzt waren wir eben in der Vault, in dieser einen da unten. Aber das zählt natürlich nicht. Sondern wir gehen am besten mal... Wo ist denn das von der Drulla? Hier, vielleicht gehen wir mal in die Vault 95. Käthe braucht doch da irgendwas. Da gehen wir einfach mal hin. Fuck. Das war jetzt echt schnell hingebeamt, aber egal. Kurz noch überlegt, also ich, ja, alles cool, alles cool. Ich hoffe, dass die jetzt nicht wieder neu gespawnt sind. Wahrscheinlich hocken da jetzt wieder irgendwelche Gegner. Wir haben letztes Mal die Gunner da ausgelöscht und sind weggegangen, wieder hingegangen. Auf einmal waren Raider da, die das wohl gefarmt haben, das Zeug. Also, Direkt mal kurz auf Q drücken, hier ist nichts. Ach, jetzt habe ich immer noch die Wumme, jetzt sind wir auch ziemlich vollgeladen wahrscheinlich, ne? Ach, es geht. Wir finden kurz die Vault. Ich würde sagen, wir steuern sie mal an und gehen dann aber vielleicht noch ganz kurz zurück und legen das Zeug ab. Da hinten ist ein Schiffchen. Obwohl es doch ziemlich unwässrig aussieht hier. Aber okay. Wenn ihr meint. Klingt ziemlich gelogen, was sie mir hier anzeigen. Das sind schon mal keine Feinde. Was haltet ihr eigentlich, also wenn ihr euch auskennt von diesem Skill, der einem anzeigt, wohin man gehen muss? Das gibt's ja... Oh, hi, Dagi! Oh, shit, Mann, der ist schnell. Oh, hi, Dagi! Amarena Kirsch, das ist ein Alpha, das ist ein Alpha, das ist ein Alpha! Käthe! Das ist ein Elfie, das ist ein Alpaka. Der hat bestimmt ein total krasses Gewehr dabei. Zwei erwachsene Menschen mit Waffen holst auf so einen kleinen Hund. Nee. Geeignete Blutprib. Good. And there is a Hillspin. Was? Was geht denn da unten ab? Was geht denn da unten jetzt schon wieder ab? Rust Devil, Alter. Doch geh mal hin. Käthe, wir haben die Rebar eigentlich am Start. Ich habe dich all die Jahre angelogen. Käthe, mach dich bereit. Alter, wir hatten da einen Flamethrower. Ist das ein Flamethrower? Ist das eine Flammen... Blume? Oh, shit. Oh. Ich dachte kurz, es wäre jemand, auf dem der Zug liegt. Aber da war gar nicht... Da war gar nicht so, wie ich dem gedacht habe. Ja. Ist hier irgendwas? Oh, da ist ja echt ein bisschen Wasser. Oh Gott. Hier hat doch jemand gelabert, oder? So von wegen, ey, Scheiße. Habt ihr das gehört? Fuck, 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 fuck. For the longest time. Whoa. Oh! Hallo. Bitch. Ah, wer ist das? Wer ist das? Ich seh's gar nicht. Ach du Scheiße, was ist das denn? What the fuck? Leute, wir brauchen Medics. Wir brauchen alle Drogen, die wir haben. Medics. Wir brauchen Jet. Wir brauchen diese zweite Wumme. Und dann rocken wir hier mal. Ich sehe gar nicht richtig. Treffe ich dich überhaupt noch? Gehst du mal bitte. Oh fuck, 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 fuck. Ist aus, ist aus, ist aus. Hat's erledigt. Ich nehme den ganzen Kram mit. Dankeschön. Ist ja voll wenig. Krass. Und jetzt. Nehmen wir die Plasma-Waffe. Wo ist sie denn? Plasma-Keule. Haben wir hier vielleicht ein Problem? Habe ich hier irgendeine Problematik verpasst? Der ist direkt tot. Leute, auf den Körper. Ein Schuss. Dead. Like a piece of bread. Ich verreck gar nicht. Oh, fuck. Ich verreck irgendwie. Bam, Alter! Bam! Bam, Alter, voll in der Anus, Alter, in der Anus. Das ist ein Baum. Ach, ich... Ich muss grad schießen. Ich hab noch nie jemanden so todesrichtig gesehen. Wie ein Marm. Oh, sie ist blind? Ihh! Wäre ich aber auch blind, wenn ich so eine Hackfresse, wenn ich so ein Ding auf dem Kopf hätte, also... Ich bin blind, schreit sie. She's so fucking down. Da muss man sich auch den Kopf mal freimachen, also wortwörtlich freimachen. Nicht so blöd darum, Dackle. Du Schrotpatronen, danke schön. Erstmal alles nachladen, ich bin mir sicher,
dass wir hier noch Sachen haben, die nicht durchgeladen sind. So wie diese. Okay. Ist doch alles durchgeladen. Läuft. Also die Plasmabombe ist schon sehr nars, oder? Höchst nars. Was steht hier? Achso, ja, wir sollen die Bären nicht füttern. Also ich habe eh nicht vor, mich an die Bären zu verfüttern. Warte kurz. Oh no, my logs. I need a plasma gun. Komm doch her, ihre Log. Oh, my alert. Ist ganz schön hart, davon genudelt zu werden, ne? Wie? Irgendwas verfolgt uns. Ja, wahrscheinlich ist da so eine ultra riesige Tante drin. Die Tante von den Viechern praktisch. Oder? Da kommt, da spawnt doch gleich was Großes. Da fängt sie an zu labern. Dummi? Nein, komm. Komm, ja. Yeah. Locker. Das wär's. Das wär's. Oh, nice. Rodewo. Oh, schön. Patronen. Oh, ja. Wir haben wieder 143 Schuss und ich muss aber die... Vielleicht mache ich hier Plasmakeule, vielleicht ersetze ich die. Vielleicht, ich weiß nicht, welche ich ersetzen soll von den anderen. Whammon. Hello, my name is Whammon. Respect. Oh! Baba, my friend! Ich hab gehört, Kate, die haben uns zum Glück noch nicht. Oh, fuck. Kate! Ach. Baba! Critical! Komm, nochmal. Okay. Okay, das ist sogar so ein großer, ne? Okay, das ist so ein großer. Okay, das ist ein großer! Kate! Er hat mich gebumst, was? Ey. Ey! Ich raste total aus gerade, ne? Ich drehe total am Rad gerade, ja. Okay, wartet. Vorsorge ist die beste Mutter der Porzellanschachteln. Oh nein, das ist aber dumm für dich gelaufen, Mirelurk. Dass du jetzt da reingelaufen bist. Und, ach weh, da ist ja noch eine gewesen. So ein Pech aber auch. Hier. Der andere ist auch direkt da, ne? Haltet euch kurz vor der Kete auf, danke. So, du kleine Snitch. Jetzt kommt das Krasseste, was du jemals gesehen hast. Jet. Oh, geil. Erstmal nachladen. Okay, jetzt kommt halt die Ultra-Pistole. Die... Ja. Jagdgewehr. Kennen wir schon diesen Verbesserungssack. Von hier überhaupt kein Damage gemacht aus der Entfernung. Sure, Bro. Kate, dir geht's ja noch gut, ne? Ah, die schwimmt da unten. Ja, lass uns mal rangehen, Kate. Der hat jetzt noch fucking Chance against us. Kate, wie redest du mit dem Herren? Geht's bei dir gerade mal ein bisschen zu bunt hier, kann das sein? Versuch mich doch in irgendeiner Form. Ah, fuck, der küppelt mich so vor dem Kopf her, küppelt er mich durch. Ist mir egal. Mach doch weiter, du Lurch. Ich hab zufällig so eine überkrasse. Ist er tot? Oh Gott, ich bin zu ihm reingesprungen. Oh Gott! Hey, mach den mal down jetzt. Ich hab da noch irgendwas gehört. Voll eklig, als wenn hier irgendwas gespawnt wäre. Jetzt kommt noch so eine Oma, so eine Riesentante. Ihr wisst schon, Königin. Die Königin sind einfach viel krasser als die kleinen Königsbubis da. Königsbubis. Das Königsbubi. Laborflasche. Codeboy. Ja, und jetzt hier mal den Knopf drücke. Zack, Schmack auf Fatzen. Okay, haben wir hier irgendein Problem? Oh, fuck. Nein, wie aus Versehen. Das war... Alter, jetzt schubst du mich gleich hier, ne? Ich hab doch. Was geht denn da? Ich hab doch die ganze. Ja, Bottle Caps! Und sonst nichts mehr Gescheites. Nee. Da hinten ist irgendein Schrottplatz. Das ist ja generell so um uns. Oh no.
Ich hab dich gehört, du Bangard. Alles klar. Wisst ihr, was jetzt ran muss? Die Machine Pistol. Die Machine Pistol. Hab ich die noch hier unten irgendwo liegen? Ja, ne? Ach, die ist doch scheiße. Und ich verbrauch da voll die geile Muni, ne? Wir leben lieber die Plasma. Die gute alte Plasma-Keule. Hallo. Überhaupt nicht getroffen. Das Magazin von der Plasma-Keule ist halt wirklich höchst winzig, ne? Hier. Falls sie noch da hinten rumsteht. Kato, bist du eigentlich hin? Oh, no! Kate, komm doch mal her! Die labert wieder nur aus der Entfernung. Labert sie mit. Haha, gesprengt. Beach. Komm doch zu... Oh, fuck, das ist ein Minen! Vorsicht, Meyer Lurk. Nicht, dass ich das trifft irgendwie. Wenn wir echt... Oh, fuck, fuck. Geil. Das wäre mir echt arg, wenn ich das treffen würde, Meyer Lurk. Geht der jetzt zu ihr hin? Der leuchtet ja schon grün. Der ist wahrscheinlich schon verstrahlt, der Kerl. Get it on, dude. Get it on, get it on, get it on. Das ist lächerlich, oder? Dieser kleine Pisser. Dieser grüne Lurch. Fuckt hier so ab. So. Der Gänse halber werde ich kurz das da drüben entdecken. Hoppa! Ah, der verstrahlungstechnischen Seite. Schuldig das einfach. Damit wir hier so viele Spawnpunkte wie möglich haben. Oder Beampunkte ist ja, glaube ich, besser. Was ist das? Fischreihe. Touren. Ah, nice. Okay, da hinten ist jetzt noch mehr. Ich will das nicht so weit vom Weg abweichen, aber da drüben können wir schon noch hin. Und da wäre auch noch was gewesen. Ne, da war nichts mehr. Okay. Halt, das steht da rum. Eine Rattierschule läuft. Das heißt, da dürfte doch jetzt eigentlich auch keine Wildtiere sein, oder? So Todeskrallen oder sowas müssten die ja dann voll angreifen. Wenn ich mich recht entsinne, ne? Okay. Get it on! Ja. Außer ehrlichen Spielzeug. Ein Tampon, nice. Oh. Kate, was geht bei dir ab? Was macht 44? Kate, lass uns die mal alle töten. Zum Teufel, nein. Halt! Da wird geschossen. Da hinten wird geschossen, Kate. Beruhig dich kurzzeitig. Halt. Ach ja, da hinten wird direkt wieder geschossen. Wir können gleich voll in die Action. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Geschafft. Geschafft. Jawohl, nur guter Kram war hier drin. Oh, man hört wieder die Fluggeräte der Bruderschaft, die da am Rumkeulen sind. Wahrscheinlich stürzt gleich wieder eins ab, das ist das übliche Geräusch. Oh, da ist ein Todeskrall am Start. Da müssen wir gerade mal hingehen, da. Lecker Schmecker für Spaß und Lecker. Hm. Hier! Jetzt nicht abstürzen. Leute, nicht abstürzen. Nein, nein. Nein, 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 nein. Hey. Guck mal, die fliegen doch schon wieder so bescheuert in den Bäumen rum. Das kann doch gar nicht gehen. Und können die da auch rausschießen? Die können doch nicht da. Ah, doch, der schießt da raus. Okay. Die können aber nur seitlich rausschießen. Das heißt, er muss schon wirklich gut fliegen. Und nicht so. Gucken wir uns die Schoße mal an. Gegen wen kämpft die? Oh. Gegen Raider, okay. Bist du auch ein Raider? Ja. Und Todeskralle, wie viel Life hast du noch? Einiges. Wir warten mal ab. Ah, hallo Raider. Muss mich nicht anschießen. Geh ruhig auf die Todeskralle. So fürs Erste. Und ihr könnt ruhig helfen, wenn ihr wollt. Aber nicht abstürzen. Ihr helft mir nicht, indem ihr abstürzt. Da ist auch noch irgendwas. Da. Oh ja, das ist ein krasser Schrottplatz. An den erinnere ich mich. Hallo Todeskralle. Willst du nicht erstmal den Raider killen? Boah, die frisst ja ultra. Ich muss doch nicht mein Jet reindrücken hier. Oh, wow. Oh, wow. Wirklich brutal. Und dann auch noch diesen
genau in dem Moment, dass ich dann noch nachladen muss, Rübe in den Arsch gesteckt. Sehr schön. Das ist ja wohl typisch, oder? Ja, typical. It's just... typical! Typical! Ist jetzt dieser Knilch noch da? Kann ich ja mal hoch? Stop it, ey! Stop it, right there! Oh, er wird zu dem Geist! Zum Matschepampe habe ich den geschossen. Lecker. Sehr gut, wir haben also Unterstützung von den Vertibirds. Da drüben geht nämlich, ordentlich die Post ab, was Dingens angeht. Hier, wie heißt's? Mutants. Super Mutants, glaube ich. Oder sowas. Sowas zumindest mal. Ja, da ist schon ein Supermutant, aber da drüben ist doch ein Mensch gerannt, allerdings. Solange die nicht abstürzen, haben wir, glaube ich, ganz gute Karten. Okay, wisst ihr was? Ich schießen die hoch oder schießen die auf die Mutanten? Guck mal, ich gebe einfach mal eine Granate in den Spaß hinein. Wir warten ab. Ich habe irgendjemanden getroffen. Ich gebe noch eine Granate rein. Wir warten ab. Leicht getroffen. So. Dann fangen wir schon mal ein bisschen an, hier aufzusammeln. Hallo. Das ist ein guter. Das ist ein guter Junge. Peng. Oh, das gesehen, wie das Live-Wunder ging durch die... oben hier, durch die Hilfe. Geil. Vielleicht sollte man die öfter rufen. Bitteschön. Oh. Das war natürlich ein Premium-Wurf. Bald kommt da das Tutorial für euch. Dass ihr wisst, wie das Ding funktioniert. Das kann man auch bei CSGO anwenden. Oh, Plasma ist so geil. Allein der Klang. Richtig sick. Leute, dankeschön. Das war's. Ich mach von hier weiter, gell? Hört auf. Hört auf, hier abzustürzen, bitte. Dankeschön. Ich hasse es, wenn ihr andauernd abstürzt. Ich brauche doch hier auch mal richtige Unterstützung und nicht immer nur so einen Absturzscheiß. Lasst uns physikalisch werden. Oh, physikalisch werden. Da, 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 da. Let's get physical. Oh. Oh, ich hab's euch 30 Mal gesagt. Hört auf abzustürzen. Was macht ihr? Ihr stürzt ab. Passt euch. Ihr habt dem einen den Kopf weggeschossen. Sowas macht man übrigens auch nicht, ne? Genauso bei Eierschüsse, das macht man auch nicht. Oh, we get hit, eh? Nice. Ach, komm. Wir müssen doch eigentlich bald wieder Level Up sein, oder? Gucken wir mal kurz. Das wär's. Das wär's. Ja! Kotz vor Triple. Tod 1 vor Triple. Komm, wir gehen halt mal ran. Die haben einen Hund gehabt. Ach nee, jetzt blockiert das hier alles. Da kann ich ja durch. Kann ich durch, sehr gut. Jetzt du sterben, Pimmel! Okay, wir hoffen einfach mal darauf, dass wir jetzt total gut treffen. Fast. Fast 2 getroffen. Ah! Hä? Ah! Er macht die Tür rückwärts auf. Krasser Kerl. Hallo, Tür? Ja, also ich glaube, dieser Kampf war hier schon härter, aber jetzt haben wir halt die Bonerschaften am Start gehabt, die ordentlich reingerissen haben. Krass, warum verstecken die da immer Munition drin? Ist natürlich sehr nice für mich, aber irgendwie ist auch blöd von denen, oder? Das kommt mir nicht so ganz, ich weiß nicht, es will mir nicht in den Sinn kommen. Mutant Munition gefunden, Mutant ablegen Munition. Nom nom nom. Sehr merkwürdig. Ah, nice. Ein Experten-Safe, da ist wahrscheinlich auch was Expertielles drin, ne? Partielle Lähmung vielleicht, man weiß es nicht. Guck mal rein. Oh, komm schon. Cool. Elektro, Gamma, silberne Uhren, Granatengeld. Schön. Irgendwo in dem ganzen Shop muss es doch auch was Wertvolles geben. Ja, Kate, die Sache ist die, dass ich alles nehme und du da nichts mehr hast. Und deswegen kommt es dir vielleicht so vor, als wenn das hier der krasseste Parcoursweg der Welt wäre, der total einfach ist. Ah, das ist gar kein Parcours. Das, oder vielleicht doch. Hey Leute, wartet mal. Wer ist der Parkour-Boy over 9000? Das bin doch ich. Da steht jemand. Hallo Sir. Krass. Ich finde meine Parkour-Künste ziemlich edel. Hier in Fallout. Kriegen die meisten nicht hin. Es sah für das ungeübte Auge. Sah es vielleicht so aus, als wenn ich hier drin durchgegangen wäre. Aber ich bin draußen über die Dinger gehüpft. Wie schön. Handschellen. Die haben wir zufällig gesucht, Kate. Wie sie da rumpoltert. Die muss einfach alles zusammentreten. Die kann es nicht anders. Die hat es nicht anders gelernt.
Okay, also hier, es gibt irgendwie so ein Versteck. Nicht zwingend ein Versteck, aber so eine Familie, die irgendwie um Hilfe ruft. Die sind irgendwie unterirdisch in so einem, ja, auch bei einem Schrottplatz, glaube ich, irgendwo gefangen, irgendwo verschüttet. Aber ich glaube nicht, dass es das hier ist. Oder falls doch, müsste hier eigentlich die Frequenz davon sein. So eine, ja, nee, so ein, weiß auch nicht. Ja, Kate, weil ich halt auch drauf achte, wie ich die Sachen hinterlasse. Weißt du? Guck mal, das ist eigentlich so wie davor. Kate geht hin und legt einfach ein Ei und rennt davon und lacht. Ich mach sowas nicht. Nee, nee. Na, 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 na. Speichern. Was ist denn da hinten? Ja, ich fühle mich immer wie so ein, ja, ADHS-Boy. Guck mal, was ist denn da? Ein Eichhörnchen. Eine dicke, fette eine Blue Flug. It's a blue flare. Zack, ausgewichen und... Oh fuck, ein Schlag reicht nicht. Ja, aber nicht. Shazam! Ah, ich hab diese Kackwürmer dann in mir drin. Ich will die euch immer zeigen, aber man kann ja nur nach außen sich umschauen, wenn man seine verkackte Waffe... Kate! Krasser Skill, boy. Was ist hier? Ist das hier die leuchtende... Ich glaube, hier ist das Meer. Obwohl das eigentlich so komisch leuchtet. Warte mal. Aber ich glaube, es ist echt hier. Da ist der Einschlag. Da ist die Atombombe. Ich glaube, wir laufen gerade echt. Das ist der Anfang vom leuchtenden Meer. Aber das ist eigentlich so voll grün. Ja, Rand des leuchtenden Meers. Lass mal kurz ein Stück reingehen. Ich zeige euch mal, wie der Hase hier läuft. Hier sieht man das voll leuchten von weiter weg. Oh, da fängt es schon an. Okay, irgendwie gar nicht. Naja. Hier können wir dann auch hin. Das ist gut, dass wir uns den Punkt jetzt schon mal freigelegt haben. Wir gehen mal. Und, ah, die sind über uns. Raider. Raider Psychos. Haben die hier direkt vielleicht einen Aufzug? Oder kann man hier einfach gleich nach oben? Ja, sieht so aus, als könnte man da einfach so drauf. So von Haus aus zu Fuß. Oh ja, können wir. Hahaha. Da ist nichts mehr. Doch, ich bin hier noch. Und dann kann er, fuck you, gently. Und zwar mit meinem Nav. Mit meinem Knifte. Ich sehe hier keine Raider. I can't see any. Sag bloß, die sind über mir. Nee, die sind hier. Oh, hi, Dagi. Oh, hi. Oh, komm. Leck mich doch am Ärmel. Leute, Leute. Leute von heute. Bam. Zack. Tot. Level up. She's him. Kate, ich glaube, du hast da irgendwas falsch verstanden. Ich habe dich doch gekauft. Du bist doch eine Söldnerin. Du musst auf meinen Befehl hören. Du kannst nicht einfach mein Zeug nehmen und dann sagen, wir teilen, weil wir total cool sind. Kate, weißt du, wir sind gar nicht so cool. Und vor allem habe ich gerade eine Waffe aufgehoben, die wir, glaube ich, gar nicht brauchen. Super gemacht, Kate. Und du sagst dann nicht mal was. Komm. Ja. Scheiße, ja. Also, Kate, was haben wir denn da gerade aufgehoben? Hier unten ist es wahrscheinlich wieder versteckelt, ne? Aha. Aha. Den Korrelator haben wir immer noch. Doch nichts, war doch nichts, was wir aufgehoben haben. Ich hätte schwören können, wir haben eben so eine, keine Ahnung, irgendeine Wumme aufgehoben, die man nicht gebrauchen kann. Nun gut, wir gehen weiter. Wir sind jetzt ziemlich angeradelt, das heißt, sobald wir... Wow, jetzt haben wir aber über generell so einen Sturm. Und genauso dachte ich, ist es grundsätzlich. Also ich habe das so in Erinnerung, dass das blaue Meer, dass dieses verschissene Meer genauso immer aussieht. Finde den Entgiftungsraum. Ja. Können wir diese Scheiße aus mir rausholen? Ja, wir müssen die Scheiße aus dir rausholen, Kate. Lass uns mal reingehen, Kate. Fuck, Kate. Hier ist es so hell, Kate. Oh! Okay. Möglicherweise haben sie uns ja noch gar nicht entdeckt. Bitteschön. Gönnt euch mal was. Nochmal hier in eins. Wo ist denn diese Roboterfrau hin? Die mit dem leuchtenden Kopf? Oh Gott. Wo sind die? Roboter Whammon.
Oh! Hast du verschossen, hä? Dummkopf. Du kriegst Stück für Stück die krasseste Bombe der Welt gedrückt. Oh nein! Auf 8 haben wir ein bisschen mehr. Bitteschön. Ist schon mal geil, das von hier oben aus zu machen. Aber vor, also dieser Schuss ist wirklich richtig, richtig krass, wenn uns das trifft. Also ich kann es nochmal kurz demonstrieren. Gut, der trifft uns halt nicht, ne? Nein, 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 nein. Nein! So. Fusionszelle. Wir haben hier ultra den coolen Kram. Muss ich nicht mal nachladen? Du gehst mir auch echt auf den Sack! Ah. Guten Morgen. Oh, das ist so ein legendärer Wurstvogel. Achtung, critical in dein Face. Achso. Kate, der kann zurückschießen und ich bin total verstrahlt. Ich bin so schön verstrahlt. Ich heb ab zum Mars. 10.000 Grad. 10.000 Hoden, bin so schön verstrahlt. Ja, wir brauchen noch was zu essen. Müssen mal Stinkpacks nehmen. Da! Fuck. Fuck, ich hab nicht gewusst, dass da noch so ein Viech ist. Okay, ich muss erstmal kurz den Dicken hier wegmachen, den Dödel. So, stehen geblieben. So und so und so. Ah, dumm. Dumm, dumm, dumm. No, 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 no. Shit, breakdance, dude. Wieso Mike nur Breakdanes? A Breakdanes. Verdammt nochmal, ja. Da hat er auch noch Rüstung dabei, der Knilch. Wir tragen zu viel, Kate. Wir können nicht rennen. Lass die unten noch fest und dann nach Hause teleportieren. Achso, ich habe doch die Plasma-Waffe gar nicht eingestellt. Ich will die nachladen. Kate, wir haben noch... Die ist nachgeladen, alles klar. Kate, wir haben noch diese... meine Aktionspunkte zum Rennen. Bam, wie? Get out my way. Ah. Na. So. Bin das Telefon? Willst du mich verarschen? Da muss ich jetzt gleich zurückrufen. Also wir müssen uns jetzt mal zumindest noch nach Hause teleportieren. Sind das hier noch Feinde? Nein. Sehr gut. Wir haben die Vault auf jeden Fall aufgedeckt. Dann gibt es in der nächsten Runde dicke, fette Vault-Action. Ich will jetzt noch kurz nach Hause und den Scheiß kurz abladen. Für euch ist es jetzt wahrscheinlich verzögert, aber für mich ist es am gleichen Tag der zweite Anruf mitten in der, also zum Glück zum Ende hin, einer Fallout-Aufnahme. Und ich habe in einem Video vor, ich glaube 3 oder 4 Videos gerade frisch erklärt, wie kacke das ist, wenn ich... Ja, wenn das passiert, weil ich die Sachen hier nicht schneide, sonst müsste ich ewig lang rumrendern und deswegen, ja, das muss jetzt ganz kurz warten. Ach Gott, jetzt habe ich noch ein Bäuerchen gemacht. Wartet mal, ich sag einfach ganz kurz Bescheid. Ich rufe dich gleich zurück. So, und schon ist es geklärt, verstehst? Schon ist es geklärt. So, Scheißdreck abgelegt. Dann, die Maschinenpistole. 308er, was haben wir nochmal für 308er? Die Rebar und die... Ah, die nur die Rebar. Die wir fast gar nicht mehr benutzen. Sein Jagdgewehr wäre natürlich auch echt nicht schlecht für... Naja. Das ist dann die... Hoppala. Das ist dann die 308er. Jagd Boy. Schön, dass das so gut funktioniert hat. Hier los. Muss ich jetzt Enter drücken? Ja, Enter ist es. Die mächtige Maschinenpistole. Kann man die eigentlich noch bedazzeln? Ja, oder? Ne, die ist schon auf Hardcore. Ja, klar, mächtig. Dieses Lasergewehr, dieses Scheißding. Kritische Treffer bringen das Ziel zur Raserei. Du bist gekommen. Ah, da ist er ja.
Ich hatte fast nicht mehr damit gerechnet. Ja, warte kurz, warte kurz. Die Plasmakeule braucht auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr, können wir da nicht so irgendwie mit Munitionstechnik was machen? Nee, können wir nicht. Oh, scheiße. Naja. Ja, ich bin tatsächlich gekommen. Boy, hier bin ich. Weißt du was? Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Das ist schön. Toll! Dann machen wir es jetzt so, dass wir die Dinge einfach mal ablegen. Hier das Gewehr und auch diese Maschinenpistole ist jetzt... Ah, irgendwie ist die schon cool, aber ich denke, die Ding ist an sich cooler, ne? Unsere Rad... Radwurme. Ja, den Jagdball legen wir dann von... Wir testen das Ding mal kurz, wartet mal. Schau uns an, hier! So, Jagdball. Ach so. Ich hab die Reba auch so genannt. Ah, Dummkopf, Dummkopf. Taktik. Alles klar, alles klar. Nee, nee, das ist es nicht. Ich habe damit kein Feeling mit dem Ding. Weggelegt. Und noch die Dinge weglegen. Hier unten, diese hier. Ja, ist schön, gell? Schön. Hey, jetzt wo du wieder in Sanctuary bist, wie würde dir ein Job gefallen? Ein Job? Für mich? Oh. Ja? Ja, ein Job für dich. Ja, ich glaube, deine Erfahrung im Verkauf könnte sehr von Vorteil sein. Zum Beispiel könntest du nach Ding gehen, Bums, Burg. Und zwar nach Spectacle Island, da bekommst du dann deinen eigenen Laden. Also das und du kannst den Leuten dann irgendeine Scheiße verkaufen. Ist es nicht geil? Mein Freund, herrlich, I know it. Und bevor ich jetzt vergesse, ich muss das jetzt noch kurz machen, wir haben wieder Klamotten. Sonst schleppe ich hier wieder Jahrzehnte rum. Hundehalsband schnell ablegen, lege ich hier rein. So, dann haben wir. Bleib verkleidet, ja, den rechten Arm mehrfach. Also alles rechter Arm. Maximal 14, 14, 10. Und hier haben wir halt plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung. Das ist einfach zu krass, würde ich sagen. Obwohl, guck mal hier. Das ist von der... Aber plus 1 Wahrnehmung und da bekommen wir... Das ist doch... Ne, das kann ich nicht weggeben. War eine ziemliche Abenteuer, halt doch die Gosch. Halt doch einfach die Gosch. Jetzt machen die alten Knochen nicht mehr. So, Mutter Memphi, es ist jetzt Ruhe, gell? Also nächste Runde, nächste Ding ist dann Vault Action. Bis dann, ciao, ciao.